So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir haben nämlich hier einmal von Wiesenhof Brutzler. Was ist daran so besonders? Nicht nur, dass das Brutzler sind und dass sie von Wiesenhof kommen. Hier steht auch extra drauf Chili Bomb. Kennt ihr Chili Bomb Brutzler von Wiesenhof? Die haben eine richtig gefährliche Packung. Steht auch hinten drauf, Ächtung, ach Achtung, echte, nochmal, jetzt habe ich es schon wieder, Achtung, echt scharfe Wurst, so rum, nicht Ächtung, acht scharfe Wurst. Das können wir euch hier direkt mal zeigen. So, da steht nämlich jetzt nur für kurze Zeit, Achtung, echt scharfe Wurst, der Brutzler Chili Bomb. Der Bomb, ne? Nicht die Bomb, nicht die Brutzler Chili Bomb, sondern der Brutzler Chili Bomb ist sehr scharf. Also genau richtig für alle, die es scharf lieben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim verschärften Grillen, aber sagen Sie nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt. Brutzler Chili Bomb, Geflügelbratwurst. 5.11.2020, das sieht gut aus. Ari, das sieht auch gut aus. Ja, ich genieße es. Oh, Chili Bomb. Du sollst nicht immer die Packung fressen. Was ist das überhaupt? Warum steht das da oben? Auf jeden Fall möchten wir die heute mal probieren. Die Mom ist nämlich wieder zu Besuch und da essen wir eigentlich immer was, ne? Was will man auch sonst machen? Und die habe ich noch im Kühlschrank gefunden. Die Mama isst ja nicht so gern scharf. Der Ramses isst gern scharf. Vielleicht habe ich also alle fünf Würste für mich alleine. Wir gucken mal. Brutzler Chili Bomb, echt scharfe Wurst. Und was gibt es dazu? Da haben wir noch was Besonderes. Das hat Pupsi nämlich entdeckt. Das ist hier von Meckle. Und ihr kennt auch Meckle. Meckle, die mit der Kräuterbutter. Da gibt es nämlich Meckle Barbecue Brot. Aber nicht nur irgendein Barbecue Brot. Das können wir euch auch zeigen. Da, die ist immer noch am Folie essen. Hier gibt es nämlich das kommt weg, genau. Hier gibt es das Meckle Barbecue. Oh, Moment. So, das Meckle Barbecue Brot. Barbecue Brot Pain Barbecue feurige Chili-Füllung mit Oak Barrel Chilis im Eichenfass gereifte Chilischoten. Das sieht also gut aus. Das klingt auf jeden Fall gut. Auf Stein überbacken, ach, auf Stein gebacken. XXL, tippe ich mal, 250. Hier mit Knoblauch, Chilis, allem drum und dran. 11 Minuten, 200 Grad. Das wollen wir jetzt mal machen. Können das mal hier rausschieben, wie das so aussieht, wenn ihr das hier halb fertig habt. Ne? Schön, dass hier immer so ein Brett jetzt liegt. Das Meckle Barbecue Brot mit Chili-Füllung zusätzlich zu den Brutzler Wiesenhof Chili Bomb Bratwürsten. Das ist eine perfekte Kombination, eigentlich auch nicht. Was isst man dann dazu? Am besten ein bisschen Tabasco. Ihr wisst Bescheid. Ich könnte das jetzt hier aufbrechen. Das fühlt sich eh so an, als würde es gleich auseinandergehen. Wir gucken nur mal ganz kurz hier rein. Ganz gucken wir es uns aber an, wenn es fertig ist. Das kommt jetzt erstmal in den Ofen. Ne? Und wenn es dann im Ofen ist, guck mal. Nein! Oh, jetzt ist es kaputt. Das kommt jetzt erstmal in den Ofen und dann melden wir uns zurück, wenn das fertig ist. So, das Essen ist jetzt fertig, ne? Zur kleinen Würze und Versüßung haben wir uns hier noch ein schönes Berliner Currywurst-Söschen dazu geholt. Das sieht auch eigentlich relativ gut aus. Ist das ein Assi, oder? Jetzt hat er schon wieder an der Tüte rumgefressen, oder? Guck dir das doch an. Und guck dir das an, das ist nämlich die Werder Feinkost seit 1873, Berliner Currywurstsoße, ohne Konservierungsstoffe, ohne Geschmacksverstärker, Laktose- und glutenfrei. Mit dem Berliner Bären, die sieht echt gut aus. Und was auch gut aussieht, ist das Essen. Hier habt ihr nämlich jetzt das große, fette Barbecue-Brot.
Und hier drei von den Chili Bomb Brutzlern. Ein kurzer Dicker, ein normaler und ein dünner Langer, na? Welcher Typ seid ihr? Schreibt's mal in die Kommentare. Das wollen wir jetzt mal probieren, natürlich ohne. Oh mein Gott, wieso bin ich jetzt so blau? Nein, seid nicht blau. Wo ist die Farbe hin? So, jetzt sieht es wieder besser aus. Das wollen wir jetzt auf jeden Fall mal probieren. Wir können sie mal hier ganz am Ende von dem Rand ein Stück von diesem Brot abmachen. Da seht ihr, das ist schön knusprig. Hier ist es auch schön schwarz. Nein, Adi. Hier ist es schön knusprig und schwarz. Wir riechen mal, riecht etwas süßlich. Ist eine Mischung also aus Chili und Knoblauch, denke ich mal. Wir werden jetzt einmal davon abbeißen. Junge, was ist? Ein leichtes Brennen auf der Zunge. Ist so ähnlich wie diese Kräuterbaguettes, die es sonst immer gibt, und diese Knoblauchbaguettes. Nur, dass es hier natürlich viel pikanter ist, merkt man auch im Nachhinein jetzt am Gaumen, wie sich so ein Feuernebel entfacht. Mmh. Guckt euch das an, ist auf jeden Fall ganz angenehm. So ein dickes Baguette. Wir können es hier in der Mitte auch mal auseinander machen. Was ihr das seht, ist halt wirklich wie so ein Billigbaguette, so ein Billigkräuter- oder Knoblauchbaguette, nur eben von Meckle und mit anderem Geschmack. Und unten Kohlrabenschwarz, wie ich gerade sehe. Das werden wir uns jetzt zu Genüge führen, aber worauf es eigentlich ankommt, ist die Chili-Bratwurst. Wir nehmen jetzt extra die dicke, schneiden die dicke mal auf und gucken mal in die Mitte von der dicken. Die ist richtig orange. Guckt euch die an. Die ist nicht weiß wie andere Bratwürste. Die ist richtig orange. Die hat auch gar nicht ausgesehen wie eine Bratwurst, sondern eher wie so eine Bockwurst oder wie so eine Wiener Wurst. Jetzt sieht man gar keinen Unterschied mehr. Wir machen uns jetzt mal hier ein Stück ab. Probieren mal direkt aus der Mitte heraus so ein richtig dickes Stück, was auch noch schön dampft. Also die Konsistenz ist sehr eigen, hat irgendwie so ein bisschen was von der Weißwurst, von der Konsistenz her. Geschmack ist listig. Ja gut, ihr habt eigentlich kaum was zum Kauen, das ist einfach so fast wie eine breiige Wurstmasse, die ihr mit der Zunge schon so drücken könnt. Und ihr merkt auf jeden Fall eine Schärfe. Eine Schärfe, die man theoretisch als sehr scharf wahrnehmen kann, denn es überschreitet die normalen... Das normale Gefühl von Schärfe, für mich ist das auf jeden Fall angenehm, aber ich wüsste schon, dass die Mama jetzt sagen würde, das ist zu scharf, da kriege ich wieder Sodbrennen. Als Chili-Bomb finde ich es eigentlich richtig gut, zusammen mit dem knusprigen Brot, da gibt das sicherlich eine gute Sache. Ich mache jetzt hier mal von diesem Berliner Currywurst, diese Berliner Currywurst-Soße was drauf. Jetzt kommt noch eine leichte Curry-Komponente und eine leicht süßliche Note dazu. Passt also auch wunderbar. Kann man alles insgesamt essen. Jetzt habt ihr scharfes Brot, ihr habt scharfe Wurst, ihr habt scharfe Soße dazu. Das also sehr genial. Mir schmeckt es richtig gut. Ich denke mal, für die Mama wird das nicht das besondere Essen sein, was sie jetzt nochmal essen würde. Ich würde es auf jeden Fall nochmal kaufen. Diese Brutzler, also wenn wieder mal gegrillt wird, alle nehmen immer ihre normalen Bratwürste, so eine Chili-Bomb-Bratwurst für zwischendurch, auf ein schönes Brötchen drauf, wie so ein Hotdog, vielleicht noch ein bisschen Gürkchen, irgendwas, Salat hin und her, macht was draus, macht hier Röstzwiebeln, macht euch einen Chili-Hotdog daraus. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Idee. Ich finde es auf jeden Fall genial, kann ich empfehlen, ne? Wir machen es mal anders. Ist das eine gute Idee, ist das keine gute Idee? Ich schneide mal noch ein Zipfelchen ab, da der Adi eh immer so gierig ist und er guckt ja die ganze Zeit schon so, ja.
Das ist also das Essen, das ist das Zipfelchen, das ist der Adi. Und wir gucken mal, ob er vielleicht das Stück... Du musst das abziehen. Oder ist es zu scharf? Adi, sag was, wie schmeckt's? Die Katzen haben noch ein sehr ausgeprägtes Geschmacksbild, Geruchsbild. Er lässt die Finger davon. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, es ist eine scharfe Wurst. Vielleicht lag es auch daran, weil er das von der Gabel abessen wollte und hat das nicht geschafft. Okay. Ich glaube, wenn wir den Adi jetzt verfolgen, toll, es ist leer. Es war gar nicht zu scharf, er hat einfach nur auf die Gabel gebissen und hat es deswegen nicht abgekriegt. Jetzt hat er es gegessen, also gut, Test bestanden. Der Adi findet die Grill, Chili Bomb Griller, Brutzler auf jeden Fall auch richtig genial. Das war es also von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Nein, das ist meine Wurst. Ah! Nein, nicht aufs Hemd. Tschüss.